Oh, Nordhöhle. Nordhöhle! Nordhöhle? Nordhöhle! Nordhöhle gefunden. So, theoretisch sind wir hier zwar richtig in der Nordhöhle, allerdings haben wir jetzt hier einen scheiß Zufallskampf? Nee. Noch einen scheiß Zufallskampf. Die Höhle stimmt zwar schon, allerdings müssen wir nicht über den Landweg, sondern im Wald und dort uns mit Gruselblumen umhauen. Rumhauen. Auch nicht, nee. So. Wenn wir jetzt nicht über Land in die Höhle kommen. Wie dann? Wir haben ein Schiff, das unter Wasser fährt. Dann benutzen wir doch diese super Eigenschaft unseres Schiffes und fahren unter Wasser. Ja, also was ich eben am Labern war, falls sich noch jemand erinnern kann, falls mir noch jemand zuguckt, falls es euch überhaupt interessiert, ich weiß es ja nicht, aber ich laber trotzdem. Nee, ich bin ja auch auf dem Dom hoch und ich bin jetzt nicht gerade, ich meine, ich bin jetzt nicht gerade komplett sportlich durchtrainiert, aber fit bin ich schon. Ich laufe schon relativ regelmäßig. Auch etwas weitere Strecken, wenn ich mal einen Bus verpasse. Kann auch vorkommen. Nee, aber ich muss sagen, so gut nach 200 Stufen habe ich mich dann wirklich mal gefragt, sag mal, geht's noch? Wann kommt denn meine Lunge mal hinterher? Wann höre ich denn mal auf zu schnaufen? Und bis auf den Dom hoch sind's 509 Stufen. Ich habe sie nicht gezählt, nein. Obwohl, ich hatte angefangen zu zählen. Ich wollte wirklich die Stufen zählen beim Hochgehen. Nur dann habe ich mich irgendwann bei 200 noch ein paar verzählt. Und da hatte ich einfach keine Böcke mehr weiter zu zählen. Ich hatte sowieso mit Luftholen schon genug Probleme. Und da habe ich es dann sein gelassen. Ich habe im Internet nachgeschaut, wie viel er denn jetzt genau hat. Außerdem steht es auch am Dom selbst unten dran, bevor man reingeht. Nee, aber auch hier muss ich sagen, nichts für Leute mit Platzangst. Das ist... Wer bist du? Hey, ihr Fremden da, nicht bewegen! Wir schicken sie ins Land der Träume. Einverstanden, Schnarch. Ihr sagtet das Land der Träume und nicht den Knast. Es gibt heutzutage zu viele Diebe. Wir haben bald keine freien Zellen mehr. Und grauen Zellen habt ihr sowieso keine. Hey, seid ihr in Ordnung? Klar, mir geht's gut. Faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass wir mitten im feindlichen Schloss herauskämen. Manchmal überraschst du mich wirklich. Hallo, ihr da. Seid leise. Die Leute heutzutage wissen einfach nicht mehr, sich zu benehmen. Das ist wohl wahr, Bertie. Ach, kennt ihr die beiden noch? Ah, ihr seid es. Du bist der Typ aus dem Schloss? Maxim, kennst du die beiden? Sie haben die Krone des Königreichs Lunaria gestohlen. Du machst Scherze. Das waren die beiden? Und dank dir haben wir die Krone nicht mitnehmen können. Hätte ich euren Diebstahl einfach ignorieren sollen? Wie zum Teufel kommen die beiden jetzt eigentlich hierher?
Ihr müsst wieder irgendwas Dummes angestellt haben. Das denkst du dir so. Wir drehen nur große Dinge. Denn wir sind Boris und Berti. Oder Berti und Boris. Scheißnamen auf jeden Fall. Schon gut, wir wollten wieder die Krone haben. Deshalb sind wir hier. Schon wieder die Krone? Ihr lernt es wohl nie. Wir sind raffiniert. Je schwieriger das Ziel, desto mehr Spaß macht es. Es ist eine Kunst. Also Lernresistenz. Die damit verbunden ist, dass man immer wieder im Knast landet, weil man irgendwelche Kronen klauen möchte, an die man sowieso nicht rankommt, bezeichne ich nicht als Kunst. Sie haben euch doch erwischt, oder? Mein raffinierter Plan ist schiefgegangen. Das ist alles. Warum seid ihr Wohltäter eigentlich hier? Ihr wisst von dem Motor. Naja. Wir haben uns auch etwas verrechnet. Maxim, wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen uns überlegen, wie wir hier rauskommen. Genau. Selen, kannst du den Fluchtzauber anwenden? Nein, er ist blockiert. Der Kerker wurde mit mächtigen Zaubern versiegelt. Ha! Ihr Helden könnt eben nur kämpfen. Aber ein Schloss aufmachen, das könnt ihr nicht. Und warum seid ihr immer dann noch... Und warum seid ihr dann immer noch hier? Los, flüchtet doch, falls ihr das Schloss aufbekommt. Pah, das Ding öffne ich mit verbundenen Augen. Ja, bitte, hier ist deine Augenbinde. Ups, nee, scheiße, ist der BH von der Salen. Upsi. Und warum haut ihr dann nicht einfach ab? Die vier Soldaten im anderen Raum beobachten uns. Sobald die weg sind, können wir flüchten. Wir sind Meister des Diebstahls und verabscheuen Gewalt. Rede du nur. Eigentlich seid ihr doch nur zu schwach, um zu kämpfen, oder? Wie bitte? Beweist mir doch das Gegenteil. Öffnet die Tür und verjagt die Soldaten. Ich warte. Ich schätze, wir müssen jetzt beweisen, dass wir richtige Kerle sind. Aus dem Weg! Ja, zeigt mir, was für Kerle ihr seid. Dieses Schloss ist weich wie Butter. Das ist keine Herausforderung für mich. Ja, dann mach's mal auf. Ich sehe, manchmal sagt ihr sogar die Wahrheit. Wenn wir wollen, können wir alles tun, was wir uns vornehmen. Bis später, ihr Flaschen. Sie haben sich aus dem Staub gemacht, aber die Tür ist noch offen. Sie sind halt ein bisschen doof. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier raus. Ich frage mich, ob es den beiden gut geht. Die wissen doch gar nicht, was das ist. Ja. Mhm. Hey, sehr schön. Mal eben speichern. Das ist mal gut. Das brauche ich jetzt. Ist ja mal wieder einiges passiert. Ja, die wollen Panzer klauen, wir wollen Motor klauen. Ist hier noch etwas in unserem Knast? Nee, nee, nee. Okay. Dann mal weiter. Doch so nicht. Oder wisst ihr was?
Ich höre an dieser Stelle kurz auf und mach später weiter. Ich sage wieder danke fürs Zusehen. Bis dann denn beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht bei Let's Play Lufia 2. Tschüss.